Don Johnny, und heute geht es darum, wie konkret du die Zeit überbrückst vom Ansprechen einer Frau bis zum eigentlichen Date. Kann zum Beispiel sein, dass da mehrere Tage dazwischen sind oder ungünstige Umstände entsprechend sie in den Urlaub fährt für 2 Wochen. Solltest du ihr dann schreiben? Solltest du ihr nicht schreiben? Wenn ja, was solltest du ihr schreiben bis zum eigentlichen Date? Darum geht es in diesem Video. Zunächst, wie schon bekannt, versuchst du beim Ansprechen schon das Date auszumachen und versuch das auch gar nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern mach es ruhig die nächsten 2, 3, 4 Tage aus. Je mehr Zeit dazwischen ist, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau wieder abspringt. Wenn es jetzt überhaupt nicht möglich ist, dann musst du es halt über Text machen. Und jetzt geht es eben darum, wie du jetzt einen längeren Zeitraum vom Ansprechen bis zum Date überbrückst. Zum einen kannst du Selfies aus deinem Alltag schicken. Das heißt, du bist gerade einkaufen, du bist gerade spazieren, du bist gerade im Fitnessstudio oder du schickst Bullshit-Statements. Bullshit-Statements sind lustige Ereignisse, die sich tatsächlich zugetragen haben oder auch erfunden sein können, die der Frau aber ein Schmunzeln auf den Lippen zaubern, so dass sie, wenn sie gerade das liest, einfach nur darüber lachen oder schmunzeln muss, und das ist die eigentliche Intention dahinter. Der Sinn von Selfies aus dem Alltag oder auch von Bullshit-Statements ist, dass du auf eine nicht gezwungene Art und Weise der Frau etwas gibst, sie sich an dich erinnert und im besten Fall noch darüber lacht oder ein bisschen interessiert ist. Das heißt, du unterscheidest dich von vielen anderen Männern, die jetzt der Frau schreiben wie, hey, was machst du? Hey, wie war dein Tag? Was machst du sonst so? Sondern du willst gar nichts von der Frau, sondern du gibst im Gegenzug etwas der Frau und sagst, hey, guck, das bin ich, mach damit, was du möchtest. Und durch diese Lockerheit und durch diese Ungezwungenheit sind die Frauen viel eher gewillt, dir zurückzuschreiben. Und was dann oft passiert, auch dass sie relativ schnell zurückschreiben, weil sie das einfach als lustig empfinden oder interessant empfinden und anfangen, selbst Fragen zu stellen, zu investieren. Ich kann ein paar Beispiele mal einblenden aus meinen eigenen Chatverläufen und das, was du tun kannst. Bei den Bullshit-Statements an sich, 2 Sachen, die ich immer wieder bringe, ist: Verrückte Stadt, ein kleiner Junge mit einem vollgeschmierten Schoko-Eis-Gesicht hat mir gerade den Mittelfinger gezeigt, als ich ihn kurz angeschaut habe. Nichts weiter. Dann noch vielleicht ein kleiner Lachsmiley dahinter und das war's. Das heißt, keine Frage, nur das so hinschicken. Eine andere Sache, die habe ich aus der Facebook-Gruppe, denn dort werden auch immer wieder neue Ideen ausgetauscht. Da hat jemand geschrieben, in der U-Bahn hat sich gerade neben mich eine Frau gesetzt, die Selbstgespräche geführt hat und sich selbst fertig gemacht hat, und da so ein Lachsmiley, so ein weinendes Lachsmiley dazu. Das funktioniert auch sehr gut. Wenn du weitere Anregungen brauchst, kannst du auch gerne in meine Facebook-Gruppe beitreten. Wir sind schon über 1700 Leute. Kannst du deine eigenen Selfies aus dem Alltag schicken oder auch, wenn du Ideen oder Inspirationen brauchst für Bullshit-Statements oder selbst welche hast und nicht weißt, kann ich das einer Frau schicken oder nicht, da können wir darauf eingehen. Tendenziell solltest du auch immer selbst das ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Ich selber bin nur so gut geworden, weil ich ständig mich durch die Praxis verbessert habe, geguckt habe, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also der Sinn hinter diesen Selfies aus dem Alltag oder diesen Bullshit-Statements ist einfach, dass sie zum einen dich in Erinnerung wieder ruft, immer wieder aufs Neue, und zum anderen, dass sie im besten Fall ein bisschen interessiert oder ein bisschen neugierig wird oder zu lachen oder zu schmunzeln anfangen muss. Und das heißt, du gibst ihr positive Gefühle, sie erinnert sich, verknüpft diese positiven Gefühle oder diese Neugier mit dir, und das führt dazu, dass sie eher dir zurückschreibt und schneller dir zurückschreibt. Tendenziell sei auch gesagt, wenn du das Ansprechen eh richtig machst, die Frau wird sich in der Regel auch bei dir melden. Wenn du allerdings schon grundlegende Fehler beim Ansprechen machst, sei es die Gesprächsführung, sei es der Flirt an sich, sei es das Vertrauen, das du nicht richtig aufbaust oder zu wenig von dir erzählst, nicht empathisch genug bist, alle solche Dinge, dann kannst du auch 20 Bullshit-Statements oder Bilder schicken, die Frau wird darauf nicht reagieren. Was ich mache es, ich schicke der Frau immer ein Bild, und wenn da nichts kommt, dann 2 Tage später nochmal. Wenn da nichts kommt, dann lösche ich sie einfach. Du solltest nicht einer Frau nachrennen, du solltest nicht 10-mal ihr was schreiben, immer wieder, denn das wird nur auf Kosten deines Selbstwerts gehen. Du fühlst dich dann nicht mehr so männlich, weil du wirst bedürftig, du rennst Frauen hinterher, und die Frauen, die du dann in Zukunft ansprichst, spüren das, dass sie da gerade einen Mann von geringem Wert vor sich haben, und das wirkt sich im weiterhin negativ auf deine Ergebnisse aus, wenn du neue Frauen verführen möchtest. Das heißt, gib einer Frau eine zweite Chance, aber keine dritte. In der Regel, wenn du es richtig machst, werden die Frauen relativ schnell auf diese Nachrichten antworten, dann könnt ihr ein bisschen Smalltalken und dann 2, 3 Tage später nochmal das Gleiche.
Und wenn nichts kommt, das heißt, wenn beim ersten Mal nichts kommt, beim zweiten Mal nichts kommt, lösche einfach die Nummer und gut ist. Ansonsten, wie gesagt, du kannst meiner Facebook-Gruppe beitreten. Wir sind ungefähr 1700 Leute schon. Kannst dort neue Ideen teilen, kannst deine eigenen Bullshit-Statements bewerten lassen, was auch immer. Ansonsten, wie immer, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video.